Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, Alexander der Zweite, der Große. Und es ist unglaublich heiß. Ich hoffe, man hört den Ventilator in meinem Nacken nicht. Also ich habe gerade nochmal nachgehört, und man hat es nicht gehört. Also, naja. Wenn ihr irgendein Rauschen hört, bitte verzeiht dies. Ich will nicht zerfließen. So, der hat eine. Logistik bekommen, weil der hat das letzte Mal ziemlich auf den Kopf bekommen. Dazu muss ich ein bisschen erklären. Also, letzte Runde haben wir hier in Raga gegen die zwei Armeen gekämpft, die eigentlich nur aus Fernkampf bestanden, Fernkampfkavallerie. Und ich habe, entweder habe ich wirklich vergessen zu speichern oder der hat es nicht gespeichert. Und alles danach, beziehungsweise die Schlacht. Wurde nicht gespeichert, also ich musste die Schlacht nochmal kämpfen und da habe ich ein bisschen mehr verloren. Also hier in der Na Aufnahme habe ich, glaube ich, hier alles relativ gut behalten und die Kavallerie hat ein bisschen gelitten, aber sonst, also mehr auch nicht und warte, was brauchen wir denn? Loyalität. Wie sieht es denn gerade aus? Oh. Okay, das gehört uns. Ja, das gehört uns. Ah, so, dann machen wir mal Loyalität. Das Problem ist, wir sind geschützt. Genau, wir hatten ja gerade nämlich die Abtrünnigen vertrieben. Und Rom ist jetzt offiziell vernichtet. Also noch nicht ganz, ganz offiziell, aber jetzt mischt sich Pergamon auch noch ein. Also die mischen sich auch irgendwie überall ein. Ja, Rom ist nur noch hier. Und es ist jetzt sogar so weit gekommen, dass Sparta in Italien gelandet ist. Das wäre auch mal eine lustige Geschichte. Oder interessante Geschichte, wenn Sparta wirklich so ja, ein bisschen aggressiver gewesen wäre. Also aggressiver in Bezug auf Eroberungen und so weiter. Die waren ja. Das war ja ein Kriegerstaat. Aber ja, die sind nie über sich hinaus gezogen, geflossen, was auch immer. Und ja, wäre mal echt interessant gewesen. Also, es sei denn, in zwei Runden, also in nächste Runde sind wir da und retten die Stadt. Es sei denn, ihr habt was anderes gehört, aber meine Information ist, dass sie nicht wirklich, ja, nicht wirklich weit gekommen sind. Also die haben ja immer nur hier so rumgepöbelt. Und das Weiteste, glaube ich, war einmal gegen die Perser, also zweimal gegen die Perser, einmal bei Marathon und einmal, also da sind sie den Athenern zu Hilfe geeilt. Athener oder Makedonier? Ich glaube Athener. Und die Athener haben aber die erfolgreich die Perser in die See zurückgedrängt. Ach ja. Das glauben wir auch schon. Sehr schön. Ach, nochmal. Ach nee, Backtraining jetzt.
Der hat Elefanten. Aber der hat nicht so viele. Nicht so viele Fernkämpfer. Das ist ein sehr großer Vorteil für mich. Das ist, glaube ich, eine Fernkampfkavallerie. Das da und das da. Und das. Also, ja. Wieso sollte ich keine Chance haben, außer dass ich halt. Entschuldigung. Dass ich viele Einheiten im roten Bereich habe. Aber das sollte doch machbar sein. Ah, verdammt, ich habe schon wieder. Ups. Vergessen. Moment. Ihr könnt mal so lange meine tolle Armee anschauen. Ich habe nämlich vergessen, wieder die Zeit zu stellen. Auf halbe Stunde. Weil ich immer noch keinen zweiten Bildschirm habe. Beziehungsweise, ja, mein zweiter Bildschirm ist ja. Oder mein Hauptbildschirm ist ja kaputt gegangen und ich nehme gerade auf einem kleinen Zweitbildschirm auf. Und deswegen kann ich nicht sehen, was ich habe. Wie lange ich aufnehme. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das jetzt? Nee, das sind. Schockkavallerie. Okay. So, das sind Elefanten, die müssen wir versuchen zu. Anzubrennen. Und zwar sehr früh. Ich gehe mal relativ offensiv hin. So. Die gehen mal hier hin. So, alles schön gedeckt. Die Kavallerie kommt hier hinten hin. Steinschleuderer kommen hier hin. Und die da kommen hier hin. Aber die dürfen nicht freischießen. So. Okay, das war eindeutig von ihm. Er will lieber auf unsere rechte Flanke. Was auch für ihn mehr Sinn macht, weil da habe ich ja niemand. Das heißt auch, dass die Elefanten nach rechts gehen. Das ist clever, dass er die Elefanten rechts führt. Also es ist riskant, weil dadurch habe ich halt Feuer frei. Aber unser General wird angegriffen. wie denn? Aber er verletzt nicht seine eigenen Einheiten. Okay. So, ich glaube, die Kavallerie geht mal außen rum. Ja, wie geht's? Das ist echt widerlich.
ist der Elefant. Nee, immer noch nicht. Eieiei. Warte, wo ist der denn? Wo ist der denn? Ah, da oben. Achso, ja, okay, der kann. Immer noch nicht. Nein. Achso, das bist nur du. Bist du echt so doof? So, bitte alle volle Kanne Kavallerie und Sturm machen. Und jetzt kommt er wirklich von hinten. Das ist halt richtig madig. Ja, wie er sofort reagiert, ne? Das ist. Okay. Ja, das ist praktisch, dass er mich nicht angreift. So, alle fairen Kämpfer bitte jetzt. Hier drauf. Ja, jetzt löst er sich, ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du kannst mich mal. Entschuldigung. Ja, würdest du bitte die Schwerträger töten? So, ihr greift jetzt mal besser an. Ja, die haben sich ja natürlich alle wieder gelöst, ne? Ja, egal, die brauchen wir eh nicht. Und ich wette, mein General stirbt. Das wette ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General ist gefallen. Habe ich doch gesagt. Ah, es ist so herrlich. Es ist so herrlich dämlich. Weil er ist halt ganz hinten. Ja. Ich glaube eh, dass es eher so ein Bob war. Ah, hallo. Der Computerspieler ist echt so ultra nervig. So, jetzt klicke ich wieder hin. Der Vorführeffekt. Jetzt gehe ich weg und er sieht das gleich. Dieser Kackspaten. Ja, doppelte Geschwindigkeit und dann läuft er. Ich meine, er läuft nicht, sondern er spaziert. So. So, meine Güte, dann stirbt halt der General. Das ist mir ein bisschen egal, weil der ist sowieso jetzt tot. Ah. Weil, wie ich es halt noch gesagt habe, so, ja, General ist jetzt tot. Und er war tot. So. Fortfahren. Ich will wenigstens, dass die da noch ein bisschen Level aufsteigen. Und vor allen Dingen, ja, dass er so wenig Einheiten wie möglich bekommt. 70. Oder, also, übrig hat. Sehr gut. Der ist schon mal gestiegen. Ja, 23, ja mei. Gut. Aber warte. Wir müssen auch noch aufräumen. Warte, General, du bleibst da. Das, du löst dich ja jetzt auf, ne?
Bam. Gut. Dann wollen wir mal beenden. Ja, der hat halt 115 getötet. Das, wow. Super. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mit den Steinis hätte ich die Kavallerie ja attackieren müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Wir holen uns aber trotzdem Geld. Das Problem ist, dass die Sklavenarmee jetzt natürlich genau da ist und ja, jetzt angreifen wird. Und das ist ein Mega-Problem. Also wenn er nicht die schlechtesten Einheiten der Welt hat, ja, und der greift noch mal an. Wie oft wollt ihr denn noch angreifen? Eieiei. Komm, wir Alexander Stolz, wir bleiben so lange dran, bis wir mit denen auch untergehen. Die Streiter des Feuers. So. Vorteil, es ist Nebel. Nachteil. wir haben keine Einheiten. So. So. Die bleiben mal hier. Die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Ich weiß halt nicht, woher der Gegner kommt. Aber ja, der Mobs wird ja jetzt auch zum Kämpfen kommen. So, hoffentlich reitet er wie sonst auch immer ziemlich stupide in die Armee rein. Okay, von da drüben. Und vorher kommt die dritte. Ah, hier habe ich noch was. Bitte einfach nur reinreiten. Das wäre super. Ich glaube, das macht er sogar. Passt. Warte. Die hole ich dann noch da. Der feindliche General ist tot. Die hole ich dann noch da. Jetzt sowieso tot. Die machen einen auf defensiv. Vor. Wir gehen jetzt nach da. Ist halt, ja.
Ich habe wirklich keine Chance. Jetzt verschiebe ich meine Front. Die machen sich mal ein bisschen stärker hier. Die Kavallerie geht jetzt mal weg. Die schießen weiter, ne? Habt ihr den? Ja, aber es dauert halt viel zu lang. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ihr seid ja immer noch nicht fertig. Meine Güte. Lahme Schnecken. Die Männer wanken. Ja, deine Mutter wankt. Entschuldigung. So, genau. Jetzt kommen mal die Hopliten und zeigen uns, wie es geht. Der ist immer noch nicht fertig, ich glaube es nicht. Ja, der entwischt mir wieder, ne? Unsere Männer der entwischt mir. Das ist ein schändlicher Anblick. Come on! Yes! Gut. Wie schnell er von wankend zu orange wieder geht. Das ist echt legendär. Oh, ihr seid endlich fertig. Vielen Dank. So. Gut. Fertig. Uiuiuiui. Das war... Ja, die Sklaven überlebe ich nicht. Die Sklaven überlebe ich nicht. Ja, der da wird jetzt auch nach Hause gehen. Der stirbt nicht, der geht nach Hause.
Ich habe ja halt die Hälfte verloren. Jetzt habe ich gar keine orangenen Einheiten mehr. Ah, ja. Gut. Ich würde sagen, mit diesem Pyrrhus-Sieg werden wir... Ah, die Kavallerie hat sogar überlegt, mit 3. Das glaube ich ja nicht. Und der da, das ist nicht gut. Aber den habe ich jetzt auch weggeworfen, weil ich ja die eine Kavallerieeinheit ja, so weit weg haben wollte, wie es geht. Naja. Oh, hoffentlich greift der Sklave nicht an, aber der wird zu 99,9% angreifen. Echt jetzt? Das Problem ist halt, dass er nur Fernkämpfer hat. Ja komm, das machen wir automatisch und dann kommen wir einfach nächste Runde wieder mit der Fullstack-Armee da hoch, also ist mir doch egal. So. Ja, jetzt kommen die Sklaven. Ah, der kommt auch noch. Ah, der kommt auch noch. Was ist denn jetzt los? Eieiei. Ja, da habe ich keine Chance. Der... Also die da bekomme ich, aber die da keine Chance. Keine Chance. Ah, Mann. Wenn ich Kavallerie gehabt hätte, eine Kavallerie hätte gereicht, um die zu zermalmen. Ich habe jetzt gerne ganz Asien verloren, ne? Ich erhoffe mir Münzen als Zeichen. Ja, okay. Die greifen wir eh nicht an. Ganz genau. Ganz genau. Ich habe halt nur noch 300. Eieieiei. Ja, gut. Also, den Untergang von Alexanders Stolz. Also, er wird jetzt ein bisschen, ja, ruhiger. Nicht mehr so stolz. Sehen wir das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.